Am Morgen ist es am Frankfurter Flughafen vergleichsweise leer und ruhig, weil viele der betroffenen Passagiere von der Lufthansa vorab informiert wurden. Fluggäste konnten umbuchen oder auf Verbindungen der Bahn ausweichen. Bundesweit hat die Airline alleine heute 700 der 1100 geplanten Flüge abgesagt. Einige Passagiere hatten Glück. Ich fand es jetzt sehr geschmeidig, weil die Lufthansa hat gut informiert auf ihrer Homepage. Aber man kommt trotzdem hier an und weiß nicht, ob man abfliegen kann oder nicht. Die Lufthansa hat Gott sei Dank rechtzeitig angekündigt, gestern bereits, welche Flüge gestrichen werden bzw. welche gehen. Auf einer Kundgebung in München fordert UFO erneut für die etwa 21.000 Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie einen besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse. In dem seit Monaten währenden Streit geht es aber hauptsächlich um die von Lufthansa aufgeworfene Frage, ob der aktuelle UFO-Vorstand überhaupt Tarifverträge für das Kabinenpersonal verhandeln darf. Völlig überraschend kündigte Lufthansa-Chef Spohr am Morgen per Pressemitteilung an, sein Unternehmen sei nun doch bereit, über eine Schlichtung zu sprechen. Die Reaktion der Gewerkschaft erst einmal zurückhaltend. Na, Herr Spohr hat erstmal den Medien erzählt, dass er mit der UFO jetzt vielleicht eine Schlichtung eingehen würde. Was dahinter steht, vermag ich noch gar nicht so richtig zu beurteilen. Dass das tatsächlich ein Eingehen auf das ist, was wir vorgeschlagen hätten, kann ich mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorstellen. Eine Stunde später teilt die Gewerkschaft dann mit, sie sei nun auch zu Schlichtungsgesprächen am Wochenende bereit. Und damit zu Jakob Schaumann in Frankfurt am Flughafen. Nun will Lufthansa also doch die Schlichtung mit UFO. Wie erklärt sich das denn, nachdem Lufthansa bisher ja immer den Vorstand von UFO abgelehnt hat? Ja, da muss man wissen, es gab ja gestern das Urteil erstmal vor dem Frankfurter Arbeitsgericht, dann vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht. Demnach war eben diese Streikankündigung von UFO rechtens. Daraufhin gab es am Abend ein Gespräch zwischen Lufthansa, Verdi und Cabin Union, also den zwei anderen Gewerkschaften. Da hat UFO nicht dran teilgenommen. Und heute Morgen kam dann die Nachricht von Carsten Spohr, dem Lufthansa-Chef, dass diese Gespräche sehr konstruktiv verlaufen seien und man nun bereit sei, mit allen Gesprächspartnern, allen drei Gesprächspartnern, eben auch mit UFO wieder sich an einen gemeinsamen Tisch zu setzen. Indem Lufthansa nun auf UFO wieder zugeht, erkennen Sie denn damit den Vorstand nicht irgendwie an? Ja, das ist die ganz große und spannende Frage. UFO hält sich da auch noch etwas zurück, ist eher verhalten, weiß das noch nicht so ganz genau einzuschätzen. Ich hatte mit dem zweiten Vorsitzenden, mit Herrn Flohr, vorhin kurz gesprochen. Man muss trotzdem jetzt erstmal schauen, wie geht es da in dieser ganzen Geschichte eben weiter? Wie geht diese Schlichtung vonstatten? Und natürlich bei UFO hat man natürlich jetzt die Hoffnung, dass es eben zu einer Anerkennung des Vorstands kommt. Bislang muss man aber auch zum Hintergrund wissen, war Lufthansa da sehr, sehr strikt, sehr klar hat gesagt, wir erkennen diesen Vorstand nicht an. Zum Hintergrund auch hier nochmal muss man wissen, es hatte im Mai nach internen Querelen eine Umbesetzung im Vorstand oder mehrere Umbesetzungen im Vorstand von UFO gegeben. Daraufhin hatte Lufthansa eben gesagt, nein, dieser Vorstand ist nicht rechtens und nein, auch mit dem werden wir keine Tarifgespräche mehr führen vorerst. Da ist jetzt abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt. Bislang aber, muss man sagen, war der Lufthansa sehr strikt und klar in ihrer Ablehnung. Nun führt aber die Lufthansa auch Gespräche mit Verdi. Ist das nun eine Machtfrage, wer die Flugbegleiter vertreten darf? Ja, ich glaube, das ist eine der ganz großen Fragen, die jetzt auf einen zukommen werden. Denn man darf nicht vergessen, UFO ist nach wie vor die größte Gewerkschaft in Sachen Kabinenpersonal. Man darf aber auch nicht vergessen, Lufthansa hat bereits Sondierungsgespräche mit Verdi geführt. Von daher kann man davon ausgehen oder zumindest vermuten, dass Lufthansa lieber mit Verdi denn mit UFO am Tisch gemeinsam sitzt. Also da ist die große Frage natürlich auch eine Machtfrage letztlich. Wer hat am Ende hier die Nase vorne? Wird das am Ende Verdi sein oder UFO? Noch ist es eben UFO, aber ich glaube, von Lufthansa-Seite kann man sagen, dass man da doch deutlich lieber mit Verdi in Zukunft zusammenarbeiten möchte. Nun gibt es das Gesprächsangebot von Lufthansa für UFO. Wie reagiert denn UFO darauf? Ja, die erste Reaktion war erstmal verhalten. So ist es die ganzen Tage schon bei UFO. Man möchte das immer alles erstmal bewerten. Ist ja auch verständlich, muss man dazu sagen. Vor wenigen Minuten kam jetzt aber raus, dass man am Wochenende wohl Gespräche führen wird. Das hat mir UFO vor wenigen Minuten eben mitgeteilt. Und
vom Ergebnis dieser Gespräche will man dann abhängig machen, ob es eben eine Lösung gibt oder ob es einen weiteren Streik gibt. Was UFO aber auch erklärt hat, dadurch, dass diese Gespräche eben jetzt zustande kommen, wird man vorerst auf eine Ausweitung des Streiks verzichten. Das hatten ja viele gemutmaßt schon oder befürchtet, dass eben auch bei den Lufthansa-Töchtern Eurowings, Germanwings, Cityline und Sun Express eben ab morgen auch gestreikt wird. Da hat UFO jetzt gesagt, nein, diese Ausweitung wird es nicht geben. Man zeigt sich also da erstmal gesprächsbereit und hofft natürlich da auf eine Lösung. Was will UFO eigentlich? Was sind die Forderungen? Ja, die Forderungen waren bislang immer sehr klar eigentlich. Man möchte sofort, am liebsten heute als morgen, Tarifgespräche, Sondierungsgespräche eben mit der Lufthansa führen. Das ist bislang eben daran gescheitert, dass Lufthansa diesen Vorstand eben nicht anerkennt. Von daher ist die Forderung von UFO bislang sehr klar gewesen. Die Frage ist jetzt, wenn es zu diesen Gesprächen am Wochenende kommt, welchen Einfluss hat das vielleicht auch auf die Haltung von UFO, auch auf die Haltung von Lufthansa, inwiefern man dann doch wieder sich an einen gemeinsamen Tisch setzt, um vielleicht doch Sondierungsgespräche zu führen. Das würde natürlich auch bedeuten, dass Lufthansa dementsprechend den Vorstand in gewisser Weise auch anerkennt. Mhm. Bislang war man da ja sehr strikt. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Am 15. Februar möchte man eigentlich erst diese Sondierungsgespräche führen von Lufthansa-Seite, denn kurz davor wird eben der neue Vorstand von UFO gewählt. Ganz kurz noch, Sie stehen ja am Frankfurter Flughafen. Das ist ein großes Drehkreuz. Viele Flüge sind heute ausgefallen. Wie gehen denn die Passagiere mit der Situation um? Ja, da muss man sagen, erstaunlich gelassen. Ich habe vorhin hier mit einigen Passagieren sprechen können. Es ist relativ wenig los am Flughafen. Das muss man auch sagen. An einem normalen Tag ist hier deutlich mehr los. Das ist ja immer die Frage bei so einem Streik. Gibt es hier dann Chaos oder sind die Leute eben gut vorab informiert worden oder haben sich eben selbst informiert? Man muss sagen, bislang haben sich die Leute eben gut informiert oder haben eben die Nachricht bekommen, ihr Flug geht oder ihr Flug geht nicht. Diejenigen, die heute hier sind, naja, also sagen wir mal, ein bisschen ein flaues Gefühl gab es beim einen oder anderen, der sagt, ja, gestern sah alles gut aus, heute Morgen auch. Die entscheidende Frage ist jetzt, geht der Flieger wirklich? Aber die Leute gehen damit sehr gelassen rum. Es gibt auch durchaus Verständnis für diesen Streik, also keinerlei aggressive Stimmung oder angeheizte Stimmung. Da muss man sagen, bisher sehr ruhiges Treiben hier am Frankfurter Flughafen. Dankeschön, Jakob Schaumann war das.